Hey, zu einem neuen Video. Ich nehme euch 5 Tage ein bisschen in meinem Leben als Künstlerin mit. Natürlich habe ich nicht komplett alles mitgefilmt. Das wäre auch ziemlich langweilig bei manchen Aufgaben, aber ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Montags packe ich immer die Bestellungen, die übers Wochenende reingekommen sind. Und dafür muss ich meistens Sachen restocken, weil ich sie nicht auf Lager habe. Den Großteil meiner Produkte mache ich ja selbst. Und um es so umweltfreundlich wie möglich zu machen, versuche ich nicht allzu viel vorzuproduzieren und lieber für Bestellungen diese dann nochmal direkt davor zu machen. Wenn aber manchmal überraschend ganz viele Bestellungen auf einmal reinkommen, kann es manchmal echt ganz stressig werden, so viele Produkte nachzuproduzieren. Vor allem Sticker, Sheets und Lesezeichen muss ich dann meistens machen. Und da ich meine Sticker zum Beispiel in 2 Variationen anbiete, also einmal in normal, die sind dann nicht wasserfest, und einmal in wasserfest, kann es manchmal passieren, dass ich verschiedene Bestellungen habe mit verschiedenen Variationen der Sticker und das kann dann etwas dauern. Wie ihr ja schon gesehen habt, sind meine neuen Thank-You-Karten angekommen und ich kann jetzt einfach meinen Freebie-Sticker immer in dieses kleine Wölkchen reinkleben. Ich finde das so cool. Und natürlich habe ich mir dazu auch neue Verpackungssticker gemacht. Die sind übrigens auch auf recyceltem Papier gedruckt. Insgesamt achte ich sehr auf nachhaltige Verpackungen. Also wie ihr seht, versuche ich so viel Papier wie möglich zu nutzen. Und ich weiß, man könnte jetzt denken, dass der Schlüsselanhänger in Plastik verpackt ist, aber nein, er ist in einem Cellophantütchen verpackt, was auch recycelbar ist. Und weil es eben so ähnlich aussieht, klebe ich immer einen kleinen Sticker hinten drauf, damit meine Kunden auch Bescheid wissen. Und wo wir schon bei den Schlüsselanhängern sind, die sind übrigens auch aus recyceltem Acryl und das kann man auch wieder recyceln. Das war mir ganz wichtig, weil ich sonst lieber auf ein anderes Material umgestiegen wäre. Meine kleinen Choker-Anhänger sind ja zum Beispiel auch aus Holz, genauso wie meine Ohrringe. Oh, und was mir noch beim Verpacken zum Thema Versand einfällt, innerhalb von Deutschland könnt ihr euch auch für CO2-neutralen Versand entscheiden. Also ich finde, das ist echt eine coole Option für Menschen, die das möchten. Und ja, wie ihr merkt, ist mir die Umwelt sehr wichtig, nicht nur in meinem Business, sondern auch in meinem Privatleben. Und ich habe mir auch vor kurzem neue, kleinere Päckchen geholt, damit ich kleinere Bestellungen, wie zum Beispiel nur ein Washi-Tape oder ein Schlüsselanhänger, damit verschicken kann. Weil ich für das größere Päckchen immer so viel Füllmaterial benutzen musste und das war einfach nur Waste. Hier ist die Packstation von meinem Angestellten Gizmo. Er kümmert sich immer darum, dass die ganzen Briefe zur Eulen- und Schneckenpost kommen. Der nächste Tag hat auch wieder ganz gut gestartet und mir ist einfach eine Schneidematte gebrochen. So, und das waren die ganzen Bestellungen übers Wochenende. Manchmal schaffe ich es nicht, die Bestellungen schon am Montag alle zu verschicken, weil ich auch noch an anderen Sachen arbeite, wie zum Beispiel meinen Patreon Rewards. Das Thema für diesen Monat ist Forest Witch und ich habe ganz viele verschiedene Sachen dafür gezeichnet. Meistens brauche ich so im Schnitt 1 Woche, um alle Sachen zu zeichnen. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich dann immer eine Overview mit allen Sachen, damit man ganz genau weiß, was man bekommen wird. Ich habe endlich jetzt ein neues Handy und dazu habe ich mir jetzt eine passende Hülle gekauft. Und ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht möchte ich noch einen Sticker in die Hülle reinmachen. Ich wollte auf jeden Fall eine Glitzerhülle haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt noch einen Sticker reinlegen soll. Okay, ich bin richtig in love. Also das ist übrigens mein Hintergrundbild.
Und ich finde die Hülle einfach so schön, auch mit dem Sticker. Der hat einfach perfekt reingepasst. Und ich dachte mir auch mal, es wäre Zeit für eine AirPod-Hülle. Ich fand die so cool. Und es stand auch ganz klar da, dass alle AirPods reinpassen. Aber hat es natürlich nicht. Ich versuche meine Bestellung immer montags, mittwochs und freitags zu verschicken. Also je nachdem, wie viele Bestellungen und wann ich Bestellungen habe. Was ich an meinem Job liebe, ist, dass ich mir die Sachen so einteilen kann, wie ich möchte. Und deswegen versuche ich auch, meinen Tag abwechslungsreich zu gestalten. Also, dass ich mal zeichnen kann, dann mal Content für Social Media mache, dann Bestellungen verpacken, dann neue Produkte machen. Und ja, hier habe ich angefangen, für meine Patreon Rewards alle Sachen zu machen. Also erstmal Konfetti. Auf Patreon verschicke ich nämlich jeden Monat eine Sticker- oder Goodie-Mail. Dafür denke ich mir immer ein anderes magisches Thema aus. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und ich finde schön, dass ich Menschen in eine andere magische Welt verzaubern kann. Und ich kann euch ja mal kurz die Hintergrundstory zum Thema für diesen Monat erzählen, also Forest Witch. Eine Waldhexe namens Wilma, und dazu habe ich eben diese Charakterkarte gemacht. Da schreibe ich immer ein bisschen über ihren Charakter auf und was sie so macht. Sie lebt ganz alleine im tiefen Wald in einer Hütte, die so aussieht wie ein Pilz. Sie sammelt natürlich alle ihre Kräuter, Pilze und Beeren selbst und liebt es zu kochen, backen, singen, nähen. Und ist auch mega tierlieb und kümmert sich um verletzte Tiere, nimmt sie dann bei sich auf und pflegt sie dann, bis sie wieder ganz frei im Wald leben können. Aber sie ist natürlich auch eine Hexe und liebt es, Zauberrituale mit natürlichen Sachen wie Kräutern auszuführen. Das ist Theo der Igel und der lebt auch mit Wilma im Wald. Ich liebe es einfach, Tiere zu zeichnen, und für das Thema habe ich auch noch eine Schnecke und eine Biene gezeichnet. Aber ich finde, es hätte auch noch voll gut gepasst, ein Reh oder einen Frosch zu zeichnen, aber ich kann ja leider nicht alles umsetzen. Das ist halt auch so ein Punkt bei mir. Ich bin halt einfach sehr kreativ und habe immer extrem viele Ideen, aber ich kann sie niemals alle umsetzen. Ich plane nämlich schon zum Beispiel seit Monaten eine Sternzeichenreihe anzufangen. Ich habe das schon im Januar, glaube ich, angekündigt, dass ich jetzt anfangen werde. Aber wie es in einem Small Business manchmal so ist, man hat einfach so viel zu tun und manchmal ändern sich Sachen und dann muss man Sachen verschieben. Und jetzt komme ich erst dazu, das Projekt wirklich mal in Angriff nehmen zu können. Und was ich euch schon mal sagen kann, es werden auf jeden Fall coole magische Tiere zu jedem Sternzeichen geben. Und ich freue mich einfach mega drauf und habe auch schon angefangen, ein paar Skizzen zu machen. Hier habe ich übrigens Temporary Tattoos gemacht. Ich hatte schon einmal in meinem Oktober-Patreon-Thema ein Temporary Tattoo mit einer Fledermaus. Und ich wollte unbedingt mal wieder ein Temporary Tattoo machen, weil es jetzt eben schon so lange her ist. Und ich fand die Biene einfach mega gut als Design dafür. Diesen Monat habe ich es ziemlich schnell geschafft, die Patreon Rewards fertig zu machen. Normalerweise mache ich das nämlich erst Mitte des Monats, aber ich habe schon in der ersten Woche geschafft, fertigzustellen. Deswegen habe ich aber auch direkt angefangen, für das nächste Patreon-Thema, also für Mai, zu planen. Und da hatte ich schon lange eine coole Idee, die ich unbedingt umsetzen wollte. Und das, glaube ich, wird einer der coolsten Patreon-Themen, die ich jemals gemacht habe. Ich habe das Moodboard auch schon auf Patreon gepostet und habe mich mega über die positive Resonanz gefreut. Und ja, ich freue mich echt mega auf das Thema. So, und das sind jetzt alle fertigen Patreon Rewards für April. Ich gehe die einmal alle ganz kurz durch. Wir haben einmal die Charakterkarte wie jeden Monat, die ist immer mit Glitzer verziert. Dafür brauche ich auch immer circa eine Stunde, aber ich finde, das lohnt sich, weil es einfach so cool aussieht. Die ist auch immer doppelseitig bedruckt. Dann einmal den Schneckensticker und hier das Temporary Tattoo. Das ist auf jeden Fall mein Highlight für diesen Monat. Aber ich habe auch mal was ganz Neues gemacht, ein Washi-Tape-Sample-Sticker-Sheet. Die kann man sich dann einfach abziehen und wie Washi-Tape benutzen. Und ein Kunstdruck. Und für jedes Thema möchte ich auch immer einen passenden Briefumschlag benutzen. Und diesmal nehme ich einen dunkelgrünen. Ja, und dann habe ich mich auch schon ans Packen gemacht. Manchmal ist es echt krass zu realisieren, wie viele Briefe ich da jeden Monat verschicken darf. Ich habe momentan tatsächlich 2 Versandtermine für ein Patreon-Thema, also einmal Mitte des Monats für die, die schon auf meinem Patreon sind oder noch vor Mitte des Monats dazukommen. Und Anfang des darauffolgenden Monats verschicke ich dann immer noch für die, die während des Monats noch dazugekommen sind. Ich benutze dann natürlich auch immer mein Washi-Tape und ich finde, mein Autumn Witch Washi-Tape passt einfach perfekt dazu. Und falls ihr noch alle Sachen zum Thema Forest Witch oder nur die Sticker haben möchtet, habt ihr noch die Chance bis Ende April.
Ich mache auch monatliche exklusive Videos für Patreon und diesen Monat kommt dort noch ein ganz detailliertes Video darüber, wie ich meine Enamel-Pins gemacht habe, worauf man achten sollte, wie sie generell gemacht werden, wo ich sie habe machen lassen und ja, ich hoffe, das wird interessant. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte jetzt regelmäßig deutsche Videos machen, also abonniert gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Ich freue mich aber auch sehr über einen Kommentar oder Like und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.